So, dann machen wir uns am besten für die Hautebene gerade wieder in Ordner, um wieder unseren Überblick beizubehalten. So, einfach mal Haut. Perfekt, alles klar. So, Dodge and Burn. Ich mache es immer folgendermaßen. Oder erstmal ganz kurz zu Dodge and Burn. Aufhellen und nachbelichten. Oftmals kann man dem Bild ein bisschen mehr Knack verleihen und ein bisschen mehr Tiefe verleihen, indem man dunkle Stellen oder dunkle Bereiche etwas mehr abdunkelt und helle Stellen ein bisschen mehr aufhellt. Dazu gibt es Werkzeuge in Photoshop und verschiedene Vorgehensweisen. Genau. Man kennt es vielleicht vom Make-up. Viele Make-up-Artists schminken so oder sollten zumindest so schminken. Das sind so die Basics auf jeden Fall. Man hat im Gesicht gewisse Bereiche, die aufgehellt werden und abgedunkelt werden, je nachdem, um zum Beispiel Wangenknochen zu betonen oder halt eben nicht zu betonen, um den ganzen Shape des Gesichts letztendlich damit ein bisschen besser wirken zu lassen. Und so gehen auch wir hier vor. Ich mache das jetzt erstmal so. Wir machen uns zwei Ebenen, zwei Grauebenen, mit denen wir dann mit einem Pinsel arbeiten können. So, wir fangen an mit einer Ebene. Die setzen wir in die Ebenenmodus weiches Licht. Die nennen wir mal weich. Weich. Und die wird mit 50% grau gefüllt, die Ebene. Okay. Dann nehmen wir uns noch eine Ebene. Genauso wieder mit gedrückter Alt-Taste. Dadurch kommt nämlich dieses Menü. Gedrückte Alt-Taste auf das Ebenensymbol. Die nennen wir hart. Die machen wir aber in den Modus ineinander kopieren. Und machen das Ganze auch wieder mit 50% grau. Perfekt. So. Fangen wir mit Hart an. Ich nehme mir dazu einen Pinsel wieder mit einer Deckkraft von, ich würde mich mal in so einem Bereich von 1 bis, sagen wir mal, 6 halten. Ja? Und immer einen schwarzen Pinsel nehmen. Quasi zum Abdunkeln schwarze Pinsel. Folgendermaßen, diese Ebene hart ist in dem Mischmodus ineinander kopieren und dadurch werden unser Nachbelichten und unser Abdunkeln etwas härter dargestellt, sage ich mal. Also man sieht es auf jeden Fall mehr. Deswegen benutze ich diese harte Ebene nur dafür, um bestimmte Details, wie zum Beispiel hier an der Nase oder um Linien wirklich nachzuziehen und zu betonen. Zum Beispiel hier Eyeliner oder Wimpern, solche Sachen kann man hier super mit nachziehen. Gucken wir gerade mal rein. Ich gehe mal, schauen wir mal, ob das mit der Deckkraft hier passt. Pinselstärke, nehmen wir einen weichen Pinsel, besser. Ganz weich. Dann gehen wir hier ein paar Mal drüber. Könnt ruhig hier auch schön ins Eck. Das betont das Auge. Also ihr seht, was hier passiert. Jetzt belichte ich hier auch noch ein bisschen nach. Wie gesagt, hierbei handelt es sich eher nur um Detailbearbeitung. Könnt natürlich hier auch mit einem etwas härteren Pinsel auch ein bisschen die einzelnen Wimpern nachziehen. Dann sind die noch ein bisschen knackiger, fülliger im Bild. Kurz mal vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja. So machen wir das hier auf der Seite auch mal. Ich nehme aber trotzdem nochmal den Weichpinsel.
Und nochmal einen härteren für die kleinen Details. Genau. Dann belichten wir hier gerade nochmal ein bisschen die Innenseite vom Auge ein bisschen. Dann poppt das nochmal so ein bisschen raus. Ja. Kurz machen nochmal vorher, nachher. Vorher, nachher. So würde das jetzt aussehen. Können wir auch gerade nochmal hier Bereich der Nase auch nochmal ein bisschen weicheren Pinsel. Mal so bei 72%. Voilà. Und da könnt ihr auch wieder mit einem schwarzen Pinsel diese Bereiche nochmal nachziehen. Damit bearbeitet ihr einfach nochmal oder arbeitet nochmal ein bisschen die Details raus. Das bringt hinterher dann doch wieder ein bisschen Knack ins Bild. Das Ganze könnt ihr natürlich in Kleinarbeit auch nochmal in den Haaren machen. Ihr seht ja, in den Haaren sind oftmals Stellen, die sind dunkler, dann wieder welche heller. Da müsst ihr mit Hilfe der X-Taste könnt ihr immer umwechseln zwischen Schwarz und Weiß. Und da könnt ihr ratzfatz eigentlich auch die kleinen Sachen aufhellen und nachbelichten. Und wichtig ist dabei, dass ihr vielleicht schaut, die Pinselgröße müsst ihr auf jeden Fall immer ein bisschen variieren, sonst wirkt es irgendwann ziemlich flach, das Ganze. Also immer mal variieren. Ich habe jetzt hier so ein Zeichentablet hier bei mir, mit dem, da könnt ihr mit gedrückter Alt-Taste übrigens und der Taste auf dem Stift quasi. Wenn ihr dabei dann hin und her links und rechts schiebt, könnt ihr die Pinselgröße ein bisschen ändern. Anders ist es mit der Pinselhärte, die könnt ihr mit oben und unten quasi verschieben. Ändern. Entschuldigung. Ja, ich mache es immer so, damit ich immer noch mal so ein bisschen ungefähr weiß. Ja, ich habe mir das so angewöhnt. So. Okay. Soweit erstmal zu der harten Ebene. Also ihr seht, ich kann nur mal die hier gerade mal einblenden, da seht ihr genau, was ihr gemacht habt. Genau. Gehen wir nochmal in die weiche Ebene. Ich habe auch nochmal einen schönen weichen Pinsel. Der Kraft behalten wir mal so bei. Und zwar, ich persönlich finde ich es immer ganz toll, wenn man gerade außenrum ums Gesicht immer ein bisschen abdunkelt, um den Augenmerk mehr auf Richtung Augen, Mund, Nase zu führen, was auch immer ein bisschen mehr Tiefe bringt. Das heißt, ich kann euch das mal ganz kurz aufmalen. Ich mache mir gerade mal eine leere Ebene. Nehmen wir uns mal irgendwie einen anderen Stift. Zack. So. Entschuldigt. So. Also ich würde gucken, dass ich zum Beispiel diese Bereiche hier abdunkel auf jeden Fall. Hier nochmal ein bisschen abdunkel.
den Bereich hier noch ein bisschen abdunkeln, nicht ganz so weit. Ja. Hier so ein Stückchen noch mal abdunkeln, sodass dieser Bereich ein bisschen abgedunkelt ist. Dann würde ich, ich nehme gerade mal eine andere Farbe, den Bereich ein bisschen aufhellen, den Bereich ein bisschen aufhellen, hier auf jeden Fall ein bisschen aufhellen. Ich fände es auch ganz toll, dieses Licht reflektiert ein bisschen hier hin. Hier würde ich ein bisschen aufhellen. Das sind so die typischen Dinge hier übrigens von Make-up-Artists. Einfach der Nasenrücken wird aufgehellt. Hier könnt ihr euch wie so ein Dreieck vorstellen. Ja. Und hier wird es immer noch ein bisschen aufgehellt. Hier oben ist relativ hell. Ich weiß nicht, ich würde ab hier drüben würde ich dann wieder abdunkeln. Hier würde ich ein bisschen abdunkeln, aber nur ganz sanft, um halt dem Gesicht eine gewisse Kontur zu geben. Ja, so würde ich da vorgehen. Aufhellen würde ich auch hier gerade nochmal bei den Augen, hier nur außen erstmal. Genau. Das wären jetzt erstmal so die Bereiche, in denen ich mich aufhalten würde. Ja, hier noch abdunkeln, da abdunkeln. Ich würde komplett hier abdunkeln. Ja, so würde das bei mir aussehen. Gut. Dann machen wir das hier gerade nochmal wieder weg. Das war, wie gesagt, nur ein Beispiel. Löschen wir die Ebene hier. Gut, da gehen wir dann noch in die weiche Ebene, die speziell eher für Gesichtspartien ist. Wählen uns dazu nochmal unseren schwarz-weißen Pinsel. Gehen wir wieder auf die Deckkraft von, was hatten wir vorhin gehabt, 6. Ja, machen wir 6. Und nehmen uns wieder einen schönen weichen Pinsel. Und dann gehen wir da mal ran. Dann ziehen wir einfach hier mal ein bisschen dunkler entlang. So, das ist ein bisschen dunkler. Hiermit könnt ihr auch übrigens ganz gut die Augenbrauen nochmal ein bisschen abdunkeln. Beziehungsweise nachziehen. Machen wir hier ein bisschen dunkler. Hier schatten wir auch noch ein bisschen ab. Da hinten, Richtung Haare da, auch noch ein bisschen. Ja, ein bisschen größer. Gehen wir hier den Wangenknochen ein bisschen betonen. Und dann werden wir hier unterm Auge auch nochmal ein bisschen aufhellen. Dann, wie gesagt, machen wir den Nasenrücken. Das führt dann bis hoch. So, ein bisschen aufhellen, das dann noch ein bisschen aufhellen, genau, finde ich das schon ganz gut. Also ihr seht, der Wangenknochen zum Beispiel, der ist schon stärker ausgeprägt als vorher. Und das allein durch Setzen quasi von Schatten. Die Nase ist betont. Die können wir uns hier auch noch ein bisschen an der Spitze betonen. Was ich auch ganz gut finde, der Lippenansatz quasi, dass man den noch ein bisschen... Je nachdem, wie das Licht steht, ein bisschen aufhält. Genau, so gefällt mir das noch ganz gut. Beim Arm ist dieselbe Sache, da würde ich auch nach Schatten mich richten. Hier ist der Arm etwas dunkler.
Und dann wird er zur Mitte heller. Und auf der Seite wieder minimal dunkler. Dann kriegen wir da ein bisschen mehr Effekt in das Ganze. Bei den Händen würde ich es genauso machen. Die Bereiche, bei denen sich Schatten bilden, einfach ein bisschen dunkler machen. Und alles andere ein bisschen aufhellen. Ja, so wäre das bei mir jetzt auch schon soweit erstmal okay. Guck grad mal, ich finde es ein bisschen arg krass hier die Stelle, deswegen nehme ich auch allgemein die Deckkraft noch ein bisschen runter. Da finde ich das schon wesentlich besser. Aber das ist der Unterschied vorher, nachher. Ich mache das Ganze mal in einen Ordner, um das hier leichter ein- und ausschalten zu können. Den nenne ich auch gleich mal Dodge and Burn. Oder D und B. Das ist einfacher für mich. So, und wenn ich da jetzt schon mal die beiden Ebenen ausschalte, da sieht man schon, okay, da ist auf jeden Fall was passiert. Ja. Wir haben dem Bild dadurch ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Das Augenmerk ist ein bisschen mehr Richtung Augen gerutscht. Sag ich mal, die leuchten ein bisschen mehr, obwohl da selbst noch nichts gemacht ist. Trotzdem kommen wir, haben wir so Kanten quasi mit der Nase, unterm Kinn und den Wangen ein bisschen ausmodelliert. Ja? Damit kommt da auf jeden Fall ein bisschen mehr raus. So, das war's.